Freunde, guten Morgen. Also, ich bin endlich in Thailand angekommen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute ist mein allererster Tag in Thailand und ich nehme euch heute mit. Ja, Mann, gebt euch die Aussicht. Jungs, und das Krasseste ist einfach, ich habe hier einfach auf meinem Balkon ein Waschbecken. So, ich habe mich jetzt auf jeden Fall frisch gemacht, ready für den Tag. Ich wollte eigentlich gestern schon den Flug und alles mögliche aufnehmen, aber es waren irgendwie insgesamt 15 Stunden Flug und ich war da irgendwie viel zu müde für. Bin erstmal 10 Stunden am Stück geflogen nach Sri Lanka. Es war auf jeden Fall Katastrophe. Alles hat wehgetan, mein Rücken war komplett versteift. Diese 10 Stunden rumsitzen, das war auf jeden Fall auch mental eine richtig krasse Herausforderung. Dann 3 Stunden Umstieg in Sri Lanka und dann nochmal 3 Stunden geflogen nach Thailand, Bangkok. Ja, war auf jeden Fall nicht ohne gewesen. Übelst Hunger gehabt, übelst Jetlag gehabt und auch übertrieben Schlafmangel gehabt. Irgendwie gefühlt 2 Tage am Stück nicht geschlafen gehabt. Genau, und deswegen erst heute aufgenommen. Und ja, jetzt machen wir eine kleine Roomtour. Zeig euch, wie mein Zimmer aussieht. Und da ist die Eingangstür, man kommt da rein. Direkt links daneben ist ein Schrank. Direkt links daneben ist noch ein Schrank. Ein Fernseher. Dann auf jeden Fall noch ein Schrank. Und wenn man quasi dann hier von der Eingangstür reinkommt, hat man dann diese Sicht auf das Zimmer. Und natürlich auch einen Kühlschrank. Und dann geht es hier auf jeden Fall noch ins Bad rein. Waschbecken, Klo und Dusche. So sieht es hier aus. Kühlschrank, wie gesagt. Klimaanlage ist auch am Start. Und der Balkon mit Waschbecken. Hier ist so die Lobby. Hopp. Und aber nicht. Ein Taxi genommen und ich fahre jetzt Richtung Future Park, das ist ein Einkaufszentrum, hol mir Bettzeug, hol mir eine SIM-Karte und mal gucken. Auf jeden Fall, Taxi hat 4 Euro gekostet, wir fahren 15 Kilometer oder so gefühlt. Ja, mal schauen, wird entspannt. Im Einkaufszentrum angekommen. Ich muss sagen, die Taxifahrer, die sind echt gar nicht gesprächig. Das ist voll angenehm. Man sitzt einfach nur da, wird gefahren. Wie gesagt, 3 Euro kostet es nur. Dann diese Taxis, die sind meistens wie so Kühlschränke. Die machen die Klima immer auf Full. Da ist gefühlt minus 20.000 Grad. Man friert und dann geht man raus und draußen ist einfach gefühlt plus 5.000 Grad. Es ist sehr, 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 sehr warm. Und die Luftfeuchtigkeit ist auch echt sehr, 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 sehr hoch. Aber mal schauen, was wir jetzt so Feines kaufen können. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass dieser Laden da vorne, Big C heißt der, dort werde ich mir auf jeden Fall die ein oder andere Sache kaufen. Mal schauen. Also das erste, was ich mir hier geholt habe, ist auf jeden Fall ein Proteinshake. Gym Junkie heißt es, mit Banane, Proteinpulver und alles mögliche. Das Einkaufszentrum ist auf jeden Fall riesig. Warte, ich zeige euch. Genau da habe ich mir meinen Shake geholt. Baba. Ich habe hier überhaupt gar keinen Überblick. Dieses Shopping Mall geht über 5 Stockwerke. Überall sind Menschen um mich herum. Aber da ist auf jeden Fall ein Toys R Us. Da wird erstmal eingekracht. Scheiß mal auf Toys R Us. Keine Zeit für Spielchen. Ich habe mir jetzt eine SIM-Karte geholt. 20 GB für 7 Euro. Keine Ahnung, ob ich abgezogen wurde oder nicht. Aber es kostet auf jeden Fall gar nichts. Jetzt schaut euch mal dieses Shopping Center an, Leute. Aber was ist das? Was soll das sein? Freunde, ich habe gerade meinen Kindheitstraum gefunden. Guck mal. Hätte ich sowas als Kind gehabt, ich glaube, ich wäre einfach verrückt. Da ist einfach ein Transformer gewesen. Ich frage mich, was in diesem Einkaufszentrum eigentlich nicht gibt. Es gibt einfach alles. Ihr glaubt nicht, was hier gerade vor mir ist. Ich bin hier gerade immer noch im Einkaufszentrum. Ich betone, ich bin im Einkaufszentrum.
Eine fucking Eissporthalle. Warum? Warum ist hier eine Eissporthalle? Mitten im Einkaufszentrum. Ich kack doch ab. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Dieses Einkaufszentrum macht mich einfach nur verrückt. Im Endeffekt, ich bin gerade an einem Fußballplatz, Basketballplatz vorbeigelaufen und es gibt einfach eine Skipiste. Pass auf. Er fährt einfach Snowboard. Was geht da? Nice to meet you. Ey, das ist hier echt zu viel für meinen Kopf. Hier gibt's einfach wirklich alles. So, ich bin jetzt mal rausgegangen aus dem Einkaufszentrum, um frische Luft zu schnappen. Und diese frische Luft ist absolut freudig, weil es ist absolut heiß hier. Die Luftfeuchtigkeit ist einfach Katastrophe. Man geht aus dem Einkaufszentrum rein und man denkt, man schmilzt. Aber schaut euch mal an, wie schön es hier ist. Also ich mache jetzt ganz spontan Probetraining in einem thailändischen Gym. Ich bin gespannt. Let's go. Gym war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ich habe mich nicht getraut, drinnen zu filmen. Ich war ein bisschen schüchtern. Aber ihr müsst mir auf jeden Fall glauben, dass ich da war. Vielleicht blende ich ein Handyvideo ein oder so. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Aber guckt, da ist das Gym. Das habe ich mir bestellt. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. 2,30 Euro schick essen gehen. Ich sage euch ehrlich, nicht so wie ich erwartet habe. Extrem, extrem kleine Portion für kleine Menschen und alles aus Plastik. Ganz komisch. Aber hier der Tee schmeckt gut. Das Essen hat auf jeden Fall geschmeckt, war aber eine viel zu kleine Portion. Und die haben mir sogar mein Getränk in eine Tüte verpackt. Das ist der Laden. Also ich war jetzt einkaufen, ich habe ganz vergessen, es mitzufilmen. Ich bin jetzt mittlerweile draußen aus dem Supermarkt. Ich habe mir jetzt endlich Kissen, Decke und so Zeugs geholt, endlich Bettzeugs geholt, was ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Es ist schon komplett dunkel draußen. Genau da habe ich mir mein Bettzeug geholt, im Big C. Und jetzt fahre ich endlich nach Hause. Mein Taxifahrer kommt in 5 Minuten. Genau, und ich warte auf den. Dann wird nach Hause gefahren. Leute, ich wollte gerade in mein Zimmer reingehen, ich bin endlich zu Hause angekommen und da ist einfach ein Monster unten. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Boah, was ein Ding. Boah. Ich hoffe, es frisst mich nicht heute Nacht. Da bin ich auf jeden Fall endlich zu Hause angekommen. Es war ein langer Tag. Es war auf jeden Fall, es war ein heftiges Erlebnis auf jeden Fall gewesen. In diesem Einkaufszentrum, dieses Einkaufszentrum war gefühlt das Dreifache vom Zeil in Frankfurt. Also es war wirklich riesig, es gab da wirklich alles zu sehen. Ansonsten, das war es auf jeden Fall vom Tag gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich heute noch was Heftiges erlebe, werde ich es auf jeden Fall hinten dranhängen. Wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall allen eine bombastische Nacht. Passt auf euch auf und wir sehen uns, ne?